Am Samstagmorgen, kurz nach 10 Uhr, wurde der Feuerwehrleitstelle ein Brand im Dachgeschoss eines dreigeschossigen Wohngebäudes im Bereich der Katharinenstaffel in Esslingen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass sich alle Personen selbstständig aus dem Gebäude hatten retten können. Umgehend wurde die Brandbekämpfung mit einem Löschrohr und mehreren Trupps unter Atemschutz im Innenangriff vorbereitet. Durch die Lage an der Katharinenstaffel musste der Löscheinsatz von der Mühlberger Straße aus erfolgen und die erforderlichen Gerätschaften von Hand die Katharinenstaffel heruntergetragen werden. Das Feuer war gegen 10.50 Uhr unter Kontrolle und konnte durch die Feuerwehr auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt werden. Die Nachlösch- und Aufräumungsarbeiten dauerten bis 13 Uhr. Hierzu wurde auch eine Wärmebildkamera sowie eine Motorsäge eingesetzt. Die Brandwohnung ist unbewohnbar. Ein zusätzlicher Wasserschaden konnte in dem denkmalgeschützten Haus durch die angewandte Löschtaktik verhindert werden. Die restlichen Wohnungen können weiter genutzt werden. Die Feuerwehr Esslingen war mit 26 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz. Des Weiteren war der Rettungsdienst mit 2 Rettungswagen vor Ort. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Mühlberger Straße zwischen Lenau-Denkmal und Hölderlinweg voll gesperrt.